Yo-ho, Ladies and Gentlemen, hier ist das U-Videoamt mit einem Bericht vom YouTube-User-Kongress 2010 in Berlin. Schönen guten Tag. Schon viele Leute haben ihren Bericht abgegeben zum YouTube-User-Kongress 2010 in Berlin. Auch ich möchte hiermit meinen Bericht abgeben. Etwas hat überall gefehlt. Beim YouTube-Treffen wurde sehr viel über Technik, über YouTube gesprochen, aber es wurde nicht über die Seele, über die tiefe Seele des Menschen gesprochen. Ich rede dabei nicht von Emotionen, Gefühlen, die im Alltag passieren. Nein, ich rede vom Ursprung. Der tiefe, tiefe Ursprung. Die Frage, woher kommen wir? Was sind wir? Das habe ich ein bisschen vermisst beim YouTube-Treffen. Das wurde in den Vorträgen nicht aufgegriffen. Darum hier eine kleine Rückblende, in der ich doch versucht habe zu ergründen, woher kommt ihr? Oh. Ist hier noch frei? Ja. Ja. Sind hier eigentlich Chinesen? Da darf man nicht filmen? Fängt man die Seele mit ein, wenn man filmt, ne? Das sind die Aborigines. Ach, die Chinesen auch. Stammen die nicht von den Chinesen ab, die Aborigines? Theoretisch stammen wir doch alle von demselben Affen ab, oder? Ich stamme von Marienkäfer ab. Und du? Kleines Nagetier. Aber was für eins? Hase. Vom Hase, schön. Hase. Du stammst vom Hasen ab. Ich stamm vom Marienkäfer ab. Und du stammst vom? Wildschwein. Sie stammt vom Wildschwein ab. Auch nicht schlecht. So, von welchem Tier stammst du denn ab? Meine Mutti ist eine blöde Kuh. Ah, sie stammt von der blöden Kuh ab. Von welchem Stamm? Von welchem Stamm stammst du denn ab? Von welchem Tier stammst du denn ab? Stammst du denn ab? Ich vom Elefanten, so viel Schmack. Und von welchem Tier stammst du? Ein Schmetterling. Ah, sie stammt von einem Schmetterling ab. Also ein Schmetterling. Du warst eine Kuh. Ich war ein Marienkäferabstammung. Da haben wir eine Hasenabstammung. Da haben wir ein Wildschwein, ne? War es ein Wildschwein? Wildschwein. Von welchem Tier stammst du denn ab? Im Zweifelsfall von einem Waran. Ein Waran. Ein Schmetterling, ein Kuh, ein Marienkäfer, ein Hasen. Ein Wildschwein? Warum hast du Wildschwein gesagt? Von welchem Tier stampfst du denn ab? Axolotl. Wie? Ein Axolotl. Ein Axolotl. Was warst du? Ein Waran. Ein Waran, ein Axolotl, ein Schmetterling, eine Kuh, ein Hasen, ein Marienkäfer und ein Wildschwein. Von welchem Tier stampfst du ab? Wal. Wal? Ja. Ah. Ein Wal, ein Wildschwein, ein Hasen, ein Marienkäfer, ein Waran, ein Schmetterling, ein... Eine Kuh und ein Oxy. Axolotl. Axolotl. Jakob, von welchem Tier stammst du denn ab? Von einer Schnecke, glaube ich. Eine Schnecke? Eine Schnecke, ein Marienkäfer, da haben wir einen Axolotl. Da haben wir einen Waran, da haben wir einen Schmetterling, da haben wir eine Kuh, da haben wir ein Wal, genau. Ein Wildschwein und... Was für ein Schaf machst? Hasen. Tony. Von was ein Tier stampfst du denn ab? Immer noch. Hier, Fuchs. Fuchs? Ja, ein Globus. Okay. Ein Fuchs, ein Marienkäfer, ein das ist so eine Schnecke, ein Wal, da haben wir die Kuh, da haben wir den Waran und seine Nudeln, da haben wir den Axolotl. Axolotl. Ich will essen. Moment. Wie viel Größe? Ich habe groß. Ja, dreimal kleiner. Von was für ein Tier stammst du denn? Ein Schabrackentapir. Ein Schabrackentapir. Okay, ein Schabrackentapir, ein Marienkäfer, ein Wal, ein Fuchs, eine Schnecke, ein Axel-Oxelot. Ein Axel-Oxelot. Ein Axel-Oxelot. Ja. Ein Schmetterling, eine Kuh, ein Waran. Ach, hier haben wir es. Und hier haben wir das Wildschwein. So. Möchte noch jemand ein Tier sein? Thank you.
Yoho, Ladies and Gentlemen, hier ist das U-Videoamt mit einem Bericht vom YouTube.